So, Angie ist immer noch im Park der Sinne und jetzt geht es zum Insektenauge. Das habe ich, glaube ich, euch schon mal gezeigt. Ja, hier so ein Stahlgerüst mit einer Kugel. Und ja, hier diese kleinen verspiegelten Waben sollen Augen sein. Ja. Und wenn man da reingeht, dann soll man sozusagen den Blick eines Insektes haben. Also ich gehe mal ganz kurz hier rein. Schau mal, wie es hier so aussieht. Jetzt haben wir einen Blick wie ein Insekt. Ja? So guckt ein Insekt. Also sozusagen einmal rum. Tja, und ihr wisst ja selbst, wenn wir eine Fliege sehen oder eine Biene oder Mücke und du willst sie eigentlich vertreiben, ja, ehe du reagierst, hat sie dich schon längst gesehen, ne? Und fliegt dann einfach davon. Jo. Ja. Ja, herrlicher Tag hier im Park der Sinne, kann ich euch nur empfehlen, kommt auch mal her. Und es gibt hier so viel zu entdecken, nicht nur das Insektenauge, ja, sondern es gibt noch so viele schöne Sachen. Jetzt gehe ich mir hier hin. Ja, da steht es auch. Insektenauge. Und gesponsert Lotto, Förderpark und so weiter und so weiter. Ja, wunderschöner Blick, auch von hier. Ich versuche das jetzt mal von unten. Oh, sieht schön aus. Also, das war mal ein kurzer Blick aufs Insektenauge und ja, bleibt dran. Ich mache bestimmt noch ein neues Video vom Park der Sinne. Das war Angie und Klaus Kanz.